Paper. Ja. Sieht man das? Sah man das? Seriously? Ich konnte es eben sehen, aber Ach das so, lag ja, an gut, wegen Bildschirmübertragung. Bildschirmübertragung. Ich muss gleich mal in Fenstermodus schalten, dass ihr auch was seht. Geht sofort weiter. Optionen Video. Hier kann ich keinen Fenstermodus machen. Gut, dann hoffe ich einfach mal, dass Gameaufnahme klappt. Hinzufügen. Gameaufnahme. Quadrox 2. Wups. Wups. Und. Ha! Nice. Audio. Bisschen lauter eventuell. Jo. Verwerfen, nein. Das passt, das passt. Das passt. Alles an, alles Max. Natürlich, was denn sonst? Ha. Wir machen ein neues Spiel. Awesome. Es Ja, gibt jetzt viele bin ich mal Geschichten aus gespannt. dem Land ohne Himmel. Und es war, als ob meine Großmutter sie alle gekannt hatte. Großmutter Drake erzählte mir, dass in einem solchen Land kein Stern der Hoffnung scheinen könne. Keine Sonne des Lebens und kein Mond der Liebe. Es sei denn, die Menschen selbst würden zum Licht in der Dunkelheit. Eine Geschichte konnte ich als Kind gar nicht oft genug hören. Es war die heldenhafte Geschichte eines sehr klugen Mannes, der in den von Katastrophen heimgesuchten Zeiten der Ozeanisierung lebte, als die Menschheit ihr zerstörtes Zuhause verlassen musste, um in den Meeren ein finsteres und qualvolles Dasein zu fristen. Dieser Mann, ein gewisser MacGregor, war ein Wissenschaftler und Erforscher der Tiefsee, aber auch einer der letzten Propheten dieses Planeten, der die Grenzen des Geistes nach letzten unheimlichen Wahrheiten erkundete. Ich stellte mir immer wieder gerne vor, dass jener Mann ein Vorfahre meiner eigenen Familie gewesen war. Alles begann damit, dass er im 22. Epische Jahrhundert Grafik. unserer Zeitrechnung am Strand von Nordschottland einen rätselhaften Fund machte. Ein handtellergroßes Geschöpf mit dem Aussehen eines Pfeilschwanzkrebses. Der Wissenschaftler nahm das Geschöpf mit in eines seiner Laboratorien, um es zu untersuchen. Was er dabei herausfand, war so unsagbar fürchterlich, dass es ihn anscheinend wahnsinnig vor Angst und Sorge machte. Er und sein Mitarbeiterstab versuchten es zu verbrennen, aber es brannte nicht. Sie versuchten es mit einem großen Hammer zu zerschmettern, aber es widersetzte sich. Natürlich bedrängte ich meine Großmutter wieder und wieder, mir zu erzählen, was denn nun das Fürchterliche an jenem Ding war, woraufhin sie ihre Stimme senkte und flüsterte: Es war aus Fleisch, Gold und einem schwarzen Metall gemacht, das es auf der Erde gar nicht geben dürfte. Und es konnte sich vermehren. Wehe dem Mann, der diese Geschöpfe finden wird. Wehe ihm, denn es wäre nach der Sage sein Verderben. Die Vorstellung, dass dieses Ding in den Weiten der Meere lauerte und sich vermehrte, verschaffte mir zahllose Nächte voller Albträume. In meinen Tagträumen sah ich mich als heldenhafter Forscher, der eine Art Geheimwaffe gegen diese schauderlichen Geschöpfe entwickelte, um sie damit für immer zu besiegen. Ein einziger Mensch könne mit seinem Geist die Welt verändern, sagte Großmutter dazu, ob im Guten oder im Schlechten. Und es läge bei jedem selbst, diese Wahl zu treffen. Ein einziger Mensch kann in der Mehrheit sein, wenn das Recht auf seiner Seite ist. Jener Wissenschaftler besann sich auf andere Arbeiten und entwickelte die Grundlagen der gesamten U-Boot-Technologie kommender Jahrhunderte. Ohne ihn hätte es vielleicht gar keinen Fortschritt des menschlichen Lebens in die Ozeane gegeben. Ich hatte Angst vor den schwarzen Wassern des Ozeans, aber ich sehnte mich auch danach, dieser Trostlosigkeit zu trotzen, um ähnlich wie jener Wissenschaftler Dinge zu entdecken und Abenteuer zu erleben. Genauso wie die tapferen Söldner, von deren irrwitzigen Heldentaten Großmutter zu berichten, nicht müde wurde. Ich war 9 Jahre alt, als uns die Okay, Nachricht von gut, ich glaube, Großmutter es reicht langsam mit Story. Ja. Es ist einfach viel zu viel. Fahrgäste, Frachter der Drake Enterprises. Hey! Hey! Verdammt! Das ist ein internationales SOS! Ich habe hier doch ein Schiff auf meinem Scanner! Meldet euch! Hier ist die Bantha 7! Hallo! Bantha 7? Hören Sie mich? Ich habe hier Notsignal empfangen. Mein Name ist William Drake. Hier ist Captain Hank Bellows. Mir ist die verfluchte Bilge vollgelaufen. Die Stabilisationskammern meines Bootes fallen aus. Ich habe keinen Irgendwie Auftrieb funktioniert mehr. gerade die Egal, wem ich die Bildschirmübertragung Hintern küssen nicht, muss, dann Private. halte ich und meine Familie Oh, nicht mehr okay. durch. Keine Panik, Senor Bellows. Dann hau ich dir gleich mal eine neue rein. Okay. Ach so, wahrscheinlich, weil ich nicht im Fenstermodus bin. Ah. Ja, das ist natürlich doof.
Ja, dann schaue ich das halt auf dem Steam halt mit ein bisschen Delay. Ja, anders geht's dann nicht. Dann mache ich die Bildschirmübertragung aus. Dann lege ich, ja, okay, sehr schön. Jo. Machen wir es so. Dann tut's mir leid. Ja. Okay. Auf jeden Fall ist er halt, hat diese Geschichte gehört von diesem Wissenschaftler, der ein Wesen gefunden hat, was aussah wie ein Pfeilschwanzkrebs, was aber unzerstörbar war. Er konnte es nicht zerstören und nichts machen. Und er konnte es nicht verbrennen, nicht zerschlagen, obwohl es aus einem Fleisch gemacht war und einem Metall, was wohl nicht von der Erde kam. Und das hat ihm Angst gemacht als kleiner Junge, aber trotzdem wollte er Sachen erforschen und, was? Stimmt. Gute Idee, Necromaniacs. Das war wirklich eine gute Idee. Das machen wir dann auch so. Und er möchte trotzdem forschen und da Sachen machen. Sif, dann rufe ich dich gerade nochmal an. Okay, dann tu das. Awesome. We got this. So, Bildschirmübertragung. Ein Fenster aufnehmen. OBS. Ha! Jetzt siehst du OBS. Ja, jetzt sehe ich OBS. Perfekt. Und ich höre dich gerade doppelt. Warum? Red nochmal. Ich rede? Also ich höre dich normal. Ich höre dich super doppelt gerade. Achso, weil du musst mal dein Mikro bei Skype ausmachen. Ah, ja. Sorry. Genau. So. Das ist der Harvester, unser Hauptschiff. Und hier können wir wie im Originalspiel mit allen möglichen Leuten reden. Hier können wir alles machen. So funktioniert das auch später auf den anderen Stationen. Überall da, wo was leuchtet, können wir Sachen anklicken, wie hier die Konsole. Da können wir dann das Menü und etwas leiser machen, weil mir gerade meine Ohren platzen. So. Nur ein bisschen. Ich glaube, das sollte passen. Das ist sehr schwer einzustellen. Gut. So, und hier können wir dann auch zum Dock und können unser Schiff auswählen, was wir haben. Und zu allem, vor allem können wir hier auch frei wählen, in welche Zonen wir reisen wollen. Und wir haben einen Notruf empfangen, einen Notruf von Hank Bellows. Da gehen wir natürlich direkt hin. Ja. Oh, und ich muss noch was einstellen, habe ich gerade gesehen. Moment. Deine Kamera vielleicht. Genau. Ich habe gerade noch die, zack, zack. So, da so. Ja, sehr schön. So, wunderbar. Notruf. Wurde geladen. Awesome. Ich habe doch gerade was gesehen, dass ich irgendwen überlese. Wen überlese ich denn? Downey, was soll ich denn... Ja, Randomizer. Und, was soll ich dazu sagen? Freelancer mit Mods war sowas von awesome. Necromaniacs. Freelancer war eines der geilsten Spiele. Der besten Weltraumshooter auf jeden Fall. Oder Weltraumsimulationsspiele. SOS! Uns geht's hier wirklich dreckig! Ich habe ja Conflict Free Space gerne gespielt. Oh ja, das war auch awesome. Okay, ich muss mal kurz mit der Steuerung. Okay. So. Got it. Wir sehen auch, wenn wir jetzt hochschwimmen, dann kommt so ein Totenkopf-Symbol, dann können wir nicht höher. So, dann schauen wir mal, wo dieses, Notsignal herkommt. Die Grafik, muss ich sagen, hat sich auch sehr stark geändert, wenn wir das sehen hier. Und wann das ist Cockpit, es denn herausgekommen? Was? Wann ist das Spiel denn erschienen? Aquanox 2? Ja. Das weiß ich gerade nicht, ich hatte jetzt bloß auf Aquanox 1 geguckt. Aquanox 2 habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Aber es sieht halt wesentlich besser aus und ich finde die Texturen von den Waffen auch sehr cool gemacht. Dass sie so ein bisschen mit leuchten und so, es ist awesome. 2003 sagt Wirtschaft Pythi. Okay, das ist schon offen. Ja, ich beeile mich ja schon. Ich muss hier durchnavigieren, ich kann ja nicht drüber fliegen. Und hier gibt es auf jeden Fall durch diese offenen Welten, die man sich angucken kann, selbst nachdem eine Mission zu Ende ist, kann man durch diese Open World durchfliegen, durchschwimmen, wie auch immer. Gibt es versteckte Sachen zu finden, wie bestimmte Tanker oder so, die man untersuchen kann und kriegt dadurch dann noch mehr Waffen frei, die man sonst früh noch nicht im Spiel kriegen würde und all sowas. Das ist echt cool gemacht.
Also es lohnt sich wirklich nach einer Mission nochmal überall lang zu fliegen. Mhm. Auch die Minimap unten sehr cool gemacht, super detailliert. Das haben sie wirklich super gut hingekriegt. Ich finde wirklich im Vergleich zum ersten Teil wesentlich besser. Ich habe auch Aquanox 2 öfters gespielt als den ersten Teil. Tja, wie wir sehen wir nichts. Reingefallen, ahahaha. Ja, er wollte uns kapern. Jetzt will er abhauen, alles klar. Aber ich kann nicht hinterher, weil das Spiel sagt nein. Das war jetzt ein Bonusziel. Ausschalten. Wie hätte ich ihn ausschalten sollen, wenn er abhaut? Okay. Oder es war kein Bonusziel und es kam das so, weil... Na gut, egal. I don't know. Strange. Strange Quests. Das hat war natürlich cooler, weil es mitwackelt, aber hier finde ich einfach dieses Cockpit-Ding noch ein bisschen geiler. Ist da gerade ein bisschen Stress bei unserem Schiff. Wir kommen zurück. Ja, wir kommen zurück. Wir sind schon unterwegs. Alles wird gut. Wie geht es? Die stressen gerade ein bisschen rum, die Jungs. Das Lustige ist, dass ich finde, dieser eine Typ, der da so rumredet, den finde ich vom Aussehen her wie von das fünfte Element, dieser Grün, dieser komische Moderator. Immer grün gesagt hat. Alles grasgrün, ja, ich weiß, was du meinst. Und der sieht halt wirklich genauso aus in dieser kleinen Avatar, den er da hat. Finde ich so krass. Muss man drauf achten. Der hat mich direkt an den immer erinnert. Ich weiß leider nicht, wie er heißt, ich habe den Namen vergessen. Also von dem grünen Jungen. Von dem grünen Mann. Man sieht ja auch am Anfang direkt schön, wie offen die Areale sind. Mhm. Es wird hier noch mehrere Wege geben. Echt genial. Das ist übrigens auch unser Schiff. Also das gehört unserer Crew. Wie gesagt, er möchte ja Forscher und Entdecker sein. Deswegen hat er auch so einen kleinen Harvester. Mission erfolgreich. Und Autopilot aktivieren. Hier wollen wir auch Bonusziele sehen. Bonusziele gab es keine. Also alles richtig gewesen. Zurück zum Frachter. Okay. Nice. Gut. Und auch hier gibt es überall Leute, mit denen wir reden können. Was willst du, ohne Ende. Vielleicht eine Antwort? Falscher Ort, falsche Zeit. Jedenfalls für dich, Mart. Den Stil finde ich auch echt cool. Gemacht von den ganzen... ja, diese Textboxen. Mal was anderes. Wie viel bezahlt man denn auf Steam für Aquanox 1 und 2? Das weiß ich nicht. Ich kann hier gerade mal schauen. Aquanox gibt es auf jeden Fall als Pack. Also für ein Spiel 5 Euro. Also für beide zusammen 10 Euro. Das ist in Ordnung. Ich hatte die, glaube ich, als Pack gekauft. Gab es nur im Steam Sale. Okay, zusammen als Pack für 8 Euro. Nice. Genau, den schwulen Moderator. Silo, der war nicht schwul. Der war ein bisschen merkwürdig, sagen wir es so. Ja. Ah, das verfluchte Licht! Was hast du für Probleme? Was? Er macht Licht an und er will uns wegjagen. What the hell? Was ist dieser Typ? Was willst du, Süßer? Reden. Ah, Süßer. Lass uns reden, wenn ich ausgeschlafen bin. Wir sind alle am Ende. Okay. So, wo ist denn der Verrückte? Oben muss der doch hier auch rumlaufen. Stoney. War das Stoney? Genau, der ist er. Hey,
da ist ja Captain Kurt. Ey, für Bus die grünen Haare. Schrecken der Meere. Bist du ein Angeber oder ein Abgeber? Was? Was bin ich? Na, ein Händler oder ein Verlierer? Warte. Lass mich raten. Beim Schulausflug verloren gegangen? Ich bin einem SOS gefolgt. Hier? Ich klär dich mal auf, Landratte. Wer es schafft, in dieser Gegend noch ein SOS abzusetzen, kann nur ein Pirat sein. So geht es. Das ist Hank Bellows Revierquappenhirn. Wir haben nur die Gelegenheit. Oh mein Gott, Aquanox 2 ist liebes. Das stimmt, Gordel. Aquanox 2 ist so viel besser als der erste, finde ich. Und hallo dir, hier, bei uns. Ich hab kein Gold. Mein Name ist William Drake. Ihr seid Bellows Leute? Wir? Verdammt. Okay. Aber die Texte überspringe ich mal, die würden wirklich sehr lang werden. Man muss auch mit allen reden, damit die nächsten Quests frei werden. Das ist halt, Wo wolltest du eigentlich mit deinem Freund dahin? Hauptgrund, wonach die Story erzählt wird mit diesen ganzen Texten. Dann können wir zur Brücke. Er hat gerade festgestellt, dass er das hat. Okay, nice. Was willst du? Ned sieht irgendwie cool aus. Der sieht so richtig aus wie so ein richtiger Pirat. Mhm. Das ist awesome. So, hier ist noch Fuzzy, mit dem wir reden können. Hi. Du hast ein gutes Herz, Junge. Die sagen uns alle, dass es halt ein bisschen doof war, einfach so einem SOS zu folgen. Naja. Ist halt so, ne? Kann man nicht ändern. Ja. Wenn das SOS kommt, wir sind ja nette Leute und gucken dahin. Vielleicht können wir wissen, ja wem helfen. Jo. Es ist halt ja ein Hin- und Hergeklicke für die Story. Das ist halt, da muss man, für sowas muss man sich die Zeit nehmen. Und für dieses Spiel muss man wirklich den Drang auch haben, die Story durchzulesen oder durchzuhören. Sonst macht das auch keinen Spaß. Exakt. Ja. Ausrüstungskonsole. Hier können wir unser Schiff ausstatten. Wir haben die Vendetta drin, wie im ersten Teil auch. Hier wäre die Ausrüstung, die wir finden oder uns gekauft haben. Und hier ist die Ausrüstung, die wir auf unserem Schiff gelagert haben. Können wir hier hin und her schieben. Ganz easy. In der Hangar-Konsole sehen wir unsere Schiffe. Da haben wir den Salty Dog, den salzigen Hund. Ein Scout. Und wir sehen, wie schnell der ist und alles. Sehr schön übersichtlich eigentlich und schön designt. Gordel, nein, Hidden Gems ist kein Speedrunning-Format. Hidden Gems hat es sich zum Ziel gesetzt, dass wir Spiele, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdienen, ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken. Genau. Und wir haben unsere erste Mission. Aufgabe: Neo Yuppies bei Lima 2 ausschalten. Funkanweisung von Emitap folgen. Taktischer Hinweis: Tony Fox und Mary Link passen auf. Alles klar. Mal sehen, was uns hier erwartet. Mal gucken, schauen, tun. Mal gucken, schauen, tun, genau. Ich muss mal gucken, da, ob es da einen Speedrun zu gibt. Ich meine, es gibt zu allem Speedrun, ja, aber... Ob man, den so gut ausführen, ob man den so gut ausführen könnte. Ihr habt die Daten des nächsten Nachpunkts bei Lima 2. Macht, dass ihr dahin kommt. Das wäre interessant zu wissen. Also auf speedrun.com gibt es keinen Eintrag zu Aquanox. Okay. Terror-Freaks. Und auch nicht zu Schleichfahrt. Schade. Lass den Kleinen da mal ran. Das wäre echt cool. Verstanden. Ich meine, gut, hier, ich glaube nicht, dass es hier irgendwelche großen Tricks gibt. Einfach nur Ausführungen, wie schnell man das Spiel spielt. Wie gut man trifft. Ich weiß es nicht. Ja, Alkabone, ich kenne Schleichfahrt, ich hab's damals sogar mir geholt. Jo. Was ich richtig cool finde, die Unterhaltung, die sie gerade sagen. Sie haben mich gerade gelobt dafür, dass ich die Leute so gut abgeschossen habe, die Gegner. Und sagen plötzlich, ja, und als nächstes bringen wir die bei mit Messer und Gabel zu essen. Das ist awesome. Das ist super genial. Nuka Cola. Ja, Nuka Cola.
Mach Schrott aus dem Scout. Ein Scout, das hat er. Mio Yuppie vor allem. Das hört sich so gut an. Shit, Mann, du wirst so Monster, Willy Boy. Willy Boy. William, du feuerst wie ein alter Mann pinkelt. Das kannst du besser. Maul halt, mir Schwätzer. Sieht euch beim nächsten Nachtpunkt um. Ich hab's eh nicht, die Venikopol. Ich hab's auch auf dem Pentium 133 gespielt und das war nice. Schleichfort beim nächsten Hidden Games bei von Civ. Zeig, nein. Was du drauf hast. Nein. Das sind Killer. Erledige die Typen. Skipper, vielleicht sind das ein LOL, Mann, 64, wenn du Fallout Speedrunner bist, lass hast du dich denn schon beim Oktoberfest eingetragen? Ich weiß nicht. William ist so ein Süßer. Wir sollten ihm helfen. Nicht mir helfen, ich würde dich selbst töten. Das schafft der Kleine nicht. Ich halte ihm mal das Händchen. Ja, mir juckt nicht nur mein Schussfinger, ich brauch Action. Ich kann euch den Spaß. Haben gerade den Bomber in eurer Nähe gecheckt. Eine Menge Torpedos. Wer ihn auf Grund setzt, ach, den Bomber. Spendiere ich eine Runde davon. Den kriege ich schon. Das ist meiner. Das ist meiner. Gut gemacht, Jungchen. Wir teilen uns den Harry später. Nette Beute. Geht doch. Gute Job, haben wir noch Gegner? Die nö. Steaks sind gegrillt. Oh, schade. Ich weiß gar nicht mehr, was mein erstes richtiges Spiel war. Ich glaube, das war Tetris auf dem Gameboy. Hey, William ist auch ein Idiot. Ich bin William. Wenn er meint, so Stony. Stony ist ein Idiot, das stimmt. Stony ist aber lustig. Ohne so welche macht es keinen Spaß. Man braucht Trottel. Mein erstes Spiel... Ja gut, ich habe ja angefangen noch auf Windows 95, wo da noch auf einer 3,5 Zoll Diskette noch so 100 Spiele drauf waren. Das war so OP damals. Und dann so mein richtiges Spiel mit Internet und so war dann wohl, wo ich mich so richtig dran erinnern kann, wo es langsam losgeht, Return to Castle Wolfenstein. Das ist mein erstes Internetspiel, was ich dann noch online richtig gespielt habe. Ansonsten davor, keine Ahnung, was. Gameboy, Tetris, was man halt so immer gespielt hat. Ja. Ja, Necromaniacs. Das hatten wir vorhin schon verlinkt, die Kickstarter-Kampagne. Fürs nächste Aquanox. Was übrigens direkt bereits schon finanziert ist. Super awesome. So, mal gucken, ob das Animal immer noch zu hell ist. Woher kommst du? Was willst du? Ich. Und nochmal danke dafür, Sif. Das ist mein Schiff. Verzeihung, dass ich nicht ins Dekor passe. Oh. Ich gehe. Ihn finde ich am geilsten. Er ist so ein bisschen aggro immer. Er ist halt das Tier. Animal. Hier können wir noch mit allen reden. Er sieht halt richtig aus wie ein Pirat, oder? Eine gezogene Waffe. So die Klamotten und so die Haare. Er ist der richtige Pirat. Ja, aber das Kickstarter-Goal wurde inzwischen erreicht. Jo. Und das freut mich sehr. Oh, ich wollte mit Emmy-Tipp noch reden. Rede mit ihm. Unser Wait, Captain. Hey, blow the man down. Du hast dir Wait, gerade einen hey, weiteren blow the man Tag down. Okay, alles klar. Piraten-Slang gibt's ja auch. Awesome. Ja, Mailing. Das ist, man muss sich hier wirklich viel durch Menüs klicken. Das muss einem Spaß machen, sonst wird das nichts. Mal gucken, ob ich eigentlich neue Ausrüstung mehr besorgen könnte. Ich habe die Vendetta Sniper gefunden, die kann ich gleich mit reinhauen. Nice. Kann ich die auch auswählen? Hangar-Konsole. Nein. War das bei Ausrüstung? Ja, stimmt, alles, was ich hier drüben habe, habe ich ausgerüstet. Oh, wir haben Torpedos. Hauen wir ein paar Stanleys rein. Nice. Hier unten sehen wir übrigens die Slots, die wir frei haben für unser Schiff, wie viel da reinpasst. Mhm. Vier Buzzer.
Generator haben wir einen drin, Reparatur haben wir nichts drin und Spezial haben wir eine Keramikpanzerung. Nice. Sehr schön. Haben wir, glaube ich, gerade sogar in der Mission gefunden. Gut. Nächste Mission bitte. Emitap. Ach nee, nett. Hat nett was für uns. Und es gibt immer noch keine Alternative? Na los. Gib uns was. Gib uns was. We want to kill things. Hört ihr mich? Verdammt, hier spricht Dr. Finch von. Warum bist du verwirrt und angry? Hier raus. Dafür gibt's eine Menge Geld. Oh, wie ich das hasse. Niemand stiehlt mir ungestraft die Zeit. Und merkt euch, die Crawler benutzen eine Abart der Standard-Plasma-Waffen. Holt mich hier raus. Das ist ein SOS der Alpha-Klasse. Der nicht hilft, kommt vors internationale Kriegsgericht. Ihr müsst mich und meinen Transporter hier rausschaffen. Okay, wir haben einen Notruf von einer Ärztin gekriegt, die wir retten sollen. Und das ist natürlich ganz wichtig. Und wer das nicht macht und den Notruf missachtet, ja, der kommt vors Kriegsgericht. Natürlich. Dann würde ich sagen, direkt los. Dr. Finch, da geht's hin. Taktische Hinweis, wenn das Sniper da ideal, um leicht gepanzerte, weit entfernte Ziele zu eliminieren. Aufs Cockpit zielen. Okay. Das ist einfacher gesagt als getan. Dieses Cockpit ist meistens schwer zu erwischen. Weil die Story irgendwie dargestellt wird, als seien auf dem Schiff von Anfang an Freunde. Ja, das ja, so ein bisschen. Es ist halt, man merkt bei Emitap, dass der nicht ganz so freundlich gesinnt ist einem, aber die anderen sind so relativ, hey, so my link, Story, komm her. Und Stoney sowieso, weil der ist stoned, der ist wie Downey, der ist down. Also, passt eigentlich. Mach schnell volles Rohr, dass dem Doc nichts passiert. Ja, geht los, darf man einen Schluck trinken, dankeschön. Das wäre awesome von dir, Emitap. Gut, los geht's. Nachpunkt, danke. Die Musik geht gleich ab, erste Sekunde. Wir denken, wir sind mittendrin, dabei passiert gar nichts. Awesome. Alles klar. Kann man mal machen, nicht? Halten Sie durch, Dr. Finch. Wir hauen Sie da raus. Aber Sie müssen schon was springen lassen. Das ist unser neuer Sniper. Ah, okay, die Crawler sind anscheinend Menschenfresser. Nice. Ja. Gib's im Hard Private von Stone Girlie. Das mach ich. Hallo Freundin, was übrigens? Los geht's! Nice, die sind noch relativ einfach hier, die Gegner. Ich habe die Sniper aber nie benutzt im Spiel. Diesmal der Sniper ist noch nicht so meins. Sniper ist in keinem Game meins, so wirklich. Das war knapp. Wieso bei dir immer noch Donkey Kong? Das kann ja gar nicht passen. Wir sind angekommen. Negopol, das kann ja mal gar nicht passen bei dir. Mein Bordcomputer hat eine Fluchtroute berechnet. Bei mir steht Hidden Gems Aquanox 2 im Titel. Hey Doc, sieht für mich wie ein Umweg aus. Ist es auch, aber diese Route ist sicherer. Keine Ahnung, wann du das letzte Mal das Fenster aktualisiert hast, Ewe Necropol. Das Twitch aktualisiert nicht von selbst. Ja, nicht immer. So, wir müssen jetzt Dr. Finch beschützen. Ihr habt doch nicht das schnellste Schiff. Wir können ein bisschen rumfliegen. Die Gegend anschauen. Das Wasser sieht doch ein bisschen anders aus mittlerweile in diesem Teil. Ich hab hier etwas auf meinem Scanner. Da ist sowieso nichts, das kann das ich dir sagen. Das ist für dich, Willy Boy. Untersuche den Nachpunkt. Twitch versucht's, ja, Twitch versucht's. Langsam wir es so. Und liebe Grüße auch von Joey, na, dankeschön. Marvo, falscher Alarm. Ja. Danke. Komm wieder zurück zur Formation, Matt. Die Kay war gestern? Nein, nein. Donkey Kong war von Sonntag. Donkey Kong war Sonntag, und die war Nekopol. Ja, also ohne Better Twitch TV würde ich auch Twitch niemals nehmen. Ich flieg schon ein bisschen voraus, keine Sorge. Hab hier weitere Ordnung, Uli.
Folge den Navigationspunkten. Ich weiß eher so ungefähr, wo es hingeht. Ja. Noch. Mittlerweile weiß ich es noch. So lange ist es nicht her, dass ich das mal gespielt habe. Hey, das sind nur ein paar Spinner. Hat mit uns nichts zu tun. Komm wieder zurück. Okay. Dann lasse ich die. Warum nicht? Macht's gut. Winke, winke. Sie ist halt so richtig langsam. Es ist doof. Was haben wir? Torpedo haben wir noch 4 Stück. Ne, wie viele Torpedos haben wir? Einen, okay. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel, ne? Jetzt hab ich hier aber was Größeres auf meinem Scanner. Ja, schön. Bestätige. Schau dir das mal an, Willy Boy. Ich muss zurückfliegen, alles klar. Awesome. Warum sollte ich das tun? Dieses Hin und Her. Vorhin gelesen, dass für NES ein neues Spiel von einem Hobbyentwickler rausgebracht wurde. Und auch nur als Cartridge soll Spiel mit das Legend of Zelda und Secret of Mana haben. What? I don't know. Das für NES? Also praktisch Home. Ein. Das klingt nach Homebrew. Ein, wollte ich gerade sagen, so eine Art NES-Hack. Bloß als Cartridge anstatt als online. Folgt mir und seid vorsichtig. Da gibt's ja auch Battle Kit. Ja. Das ist ja auch NES-only. Cartridge-only. Ja. Ich will nicht drüber kommen, please. Okay. Ich finde trotzdem hier das Menü ein bisschen übersichtlicher. Nicht so ganz direkt im Screen drin, sondern man sieht wirklich mehr vom Screen. Als diese großen da so mittendrin. Mibio. Mibio, ich hab das letzte Mal irgendwelche News gelesen, noch nicht mehr spielerrelevante News, sondern einfach eine News vor ungefähr 2-3 Stunden. Gibt immer noch jemand, der einen Wormdump macht, ja. Was ich hier bei ihm... Sieht nach einem Piratennest aus. Halt die Fresse. Angelina und ich bleiben beim Doc. Willy, du räumst die Verteidigung ab. Yep. William, sie haben Scharfschützen. Man kann sie nicht auf dem Sonar sehen. Schau dich um. Sei vorsichtig. Ich habe auch ein Scharfschützengewehr. Hey. Nicht nur Dreamcast, auch der Jaguar hat eine enorme große Homebrew-Szene. Oder der Vectrex. Da scheinen auch regelmäßig neue Homebrews. Oh, gibt sogar Geschütze. Sniper. Geschütze und Snipers. Außer. Awesome. Ich wubble mal hier so ein bisschen. Ja, auch so klappt so ganz gut. Sniper, so. Da sehe ich einen, oder? Ja. Ha! One hit! Nice. Nice and tight. Achtung, William, Scharfschützen! Schleich dich an ihnen vorbei! Ich kann sie doch einfach kaputt machen, was hältst du denn davon? Klingt auch nicht verkehrt. Ja. Muss bloß immer auf die Auge warten. Bam! Hahaha! Okay, ja, hier sind Tools, ich weiß. Achtung, William, Scharfschützen! Schleich dich an ihnen vorbei! Ja, lass doch die einfach die Scharfschützen sein, die treffen mich eh nicht. Ich hau jetzt erstmal den Torpedoturm weg, ganz gechillt. Und dann hast du es geschafft. Ja, hier sind doch Scharfschütze. Der einfach gegen die Wand fliegt. Was ist denn mit diesem Scharfschützen los? Anscheinend ist seine KI leicht agil. Ja. Ja, ich weiß. Wie sie mir die ganze Zeit erzählt, dass hier Scharfschütze sind. I know. Das kann ich aber auch, das Spiel. Na, das war auch das Headset, wollte ich schon sagen, das Cockpit. Headset, genau, ja. Sie haben Headsets, anstatt Cockpits. Bam. Hey. Bumm. Hey. Ins Gesicht.
geht doch. Und nicht gleich so. Warum nicht gleich so? Fliegt ihr jetzt mal bitte weiter? Please, Finch. Seriously. I got this. Ihr könnt mir schon vertrauen. Hier sind halt die Modelle von den Schiffen noch viel besser als im ersten. Ja. Richtig cooles Design. Wesentlich detaillierter. Ja. Also wenn es stimmt mit 2003, dann nach 2 Jahren. Ich meine, das ist ein guter Fortschritt, muss ich sagen. Mhm. Das ist ein schöner Fortschritt. Ich kann hier mal gucken, ob es eine... Was? Oh mein Gott. Ob es eine Außenansicht gibt. Steuerungsort. Kann ich die Tastatur? Wo kann ich? Screenshot. Kann ich? Kamera links, Kamera rechts, Kamera näher, Kamera zurück. Außenkamera 0. Nice. Okay. Oh mein Gott. Oh, so geht's. Ich meine, so kann ich schlecht zielen. Oh, sieht cool aus. Das ist ein bisschen strange. Das finde ich gar nicht so schlecht, dass man so ein bisschen sich das Schiff angucken kann. Egal. Spielereien. Zu viele Spielereien. Die ersten Missionen, die ersten 2 Missionen ziehen sich wirklich sehr an dem Spiel. Was hat die denn da vorne dran? So ein bisschen so. Hallo, oh mein Gott. Steuerung. Oh, dieses Horus-Auge da oben drauf ist auch nice. Hallo. Denkt so, was macht denn der Trottel da? Kommt der gar nicht mehr klar? Hui. Das macht so einen Bock, damit rumzufliegen. Aber wenn die Dinger richtig schnell sind, dann macht das so einen Bock. Und ich sage fliegen, weil für mich ist das irgendwie fliegen. Keine Ahnung warum. Ja, man fliegt ja quasi unter Wasser. Ja, man kann ja sagen schwimmen, oder nicht? Ja. Hui. Ach man, Leute. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Weil hier ist eh die Heimatbasis von ihr. Finally. Finally! Sieht gut aus. Komm zurück zur Harvester. Sicher? Gegner! Sieht gut aus. Sieht gut aus, sagt er. Die in den letzten Zügen. Ich schicke euch Handymail zur Unterstützung. Jo, das ist aber schön, dass wir Unterstützung kriegen. Der hat auch Lehm ohne Ende, das Ding. Ja, kann einiges einstecken. Yo. Mein Schild beträgt noch 75%. Ja, we got this. Don't worry. Be happy. Das ist ja noch so ein großer, meine Güte. Ich dachte, wir haben Animal zur Unterstützung. Mach ich alles alleine? Oh mein Gott. Ja, bislang war die Ich glaube, der Abschuss kam jetzt nicht von dir. Ich glaube, der ist auch bloß gegen das Ding geflogen. Okay. Die Wand. Aha. Ich bin stolz auf euch, Leute. Ich auch. Kommt auf die Harvester zurück. Das war's. Haben wir noch einen? Nö. We got this, habe ich doch gesagt. Wir sind awesome. So, Autopilot. Nice. Kleine Docking-Animation jedes Mal. Bonusziele. Ich finde das schlimm. Das ist das Einzige, was ich bei dem Spiel nicht mag, dass die Bonusziele direkt nicht angezeigt werden, was man machen soll. Die werden halt irgendwo markiert oder die stehen halt nicht dabei. Wie mir dieser Satz auf die Nerven ging. Ja. Deswegen wollte ich empfehlen, ich habe das auch so gemacht, als ich das Spiel gespielt habe, im Internet geguckt, welche Bonusziele bei welcher Mission bei sind und die dann selbst gesucht. Aber halt erstmal, dass ich wusste,
was ich überhaupt für Bonusziele habe. Müllschleuse. Animal ist immer der Müllschleuse. Hat er irgendwie irgendeinen Fetisch? Hast du sie gespürt? Wen? Die? Die Crawler? Anscheinend hat er einen Fetisch. Wissen, dass ich an Bord bin. Hast du sie gespürt? Die Töten Abtrünnige. Aber wir haben es ihnen gezeigt und Dr. Finch rausgehauen. Ich habe ihn geliebt. Glaubst du im Ernst, die Makina-Leute sind besser als die Crawler? Sie sind nur offizieller. Ich weiß nicht. Yo ho, blow the man down. Ja. Meiling, hallo. Hey, Kleiner. Bald landen wir in A-City an. Ja, yep. Diese ganzen Gespräche. Diese Gespräche. Wenn man das Spiel schon 2-3 Mal gespielt hat, dann nerven sie nur noch. Ich hab's noch kein einziges Mal gespielt. Es ist wirklich schön. Also wenn du Lust hast, das mal zu spielen, wenn es dir Spaß macht, dann kann ich dir gerne meine Bibliothek mal ausleihen. Brauchst du nicht. Werd ich's mir selber kaufen, dann wird's bei mir Stopp ansetzen. Ich habe auch mir Skyrim gekauft, die Legendary Edition, als es die mal im Sale gab. Ja, und Mailing. Keine Chance. Immer kommt was dazwischen. Marineros, schlimm, oder? Marineros. Wir laufen jetzt Atacama City an. Also denkt dran, wenn ihr auf Landurlaub seid, macht gute Geschäfte, amüsiert euch mit nichts, was intelligenter ist als Landurlaub unter Wasser. Und das Implantate der Dockschwalben. Ich will hier keine Bazillen an Bord. Seid höflich, bringt keinen ohne Grund um und legt euch nicht mit Iowan Kings Intrepido an. Denkt dran, wir sind keine Bildenratten, sondern Geschäftsleute. Mhm. Nett bleibt an Bord, während ich ein paar alte Kumpels treffe. Und fresst nicht so viel Salmagundi, das Zeug speist zurück. Lasst euch auch nix von Scallywags andrehen. Die bringen's fertig, nimmer saufen in ne Pulle Wasser zu verkaufen. Und verplappert euch gar nicht. Also dieser Emitat ist, ja. Nur Huren und Waffen reden über einiges. Mast und Schotbruch, Leute! Ja, ist gut, oder? Das ist wirklich gut. Bis dann, DW Nekropol. Ciao, Nekropol. So, ich sinke wie ein Stein. Schön. Okay. Wer will hier was von uns? Angelina. Hi. Was hältst du von dieser Forscherin? Sie ist wie alle aus der Makina. Selbstgerecht, hochnäsig und voller Eifer. Ja. Texte. Ich find's auch immer schön, dass sich wirklich die Mühe gemacht haben und alles synchronisiert haben. Animal, was ist... Ich kann leider nichts hören. Ja, das tut mich sorry. Ja, nee, kein Problem. Kannst du ja dann die Aufzeichnung angucken. Auf YouTube. William, Junge. Ja. Langsam. Irgend so etwas werde ich machen. Gut, können wir eigentlich neue Sachen kaufen? Oder was haben wir was gefunden? Wir haben eine Plasma Gun gefunden. Können wir auch auswählen. Wir können 3 Waffen tragen, das ist awesome. Torpedos, hau ich mal noch 2 Stanleys rein. Buzzers haben wir keine verwendet, awesome. Gut. Noch irgendwer, der mit uns reden möchte? Nein. Ich muss das DW bis loswerden. Dann. Gut. Atacama City. Unser nächstes Hauptziel. Die Hauptstadt der Tornado-Zone. Das kennt man ja irgendwoher noch. Ja, kennt man das? Ja. Okay. Aus Schleichfahrt. Okay, cool. Ja, das ist ja dieselbe Welt. Das spielt ja direkt danach. Ja. Beziehungsweise nicht direkt danach spielt der erste Teil Aquanox. Es spielt parallel zu dem ersten Teil Aquanox 2. Also parallel zu den Ereignissen von Aquanox. Okay, cool. Hier sehen wir auch, hier haben wir viel zu tun und viel zu klicken. Hier sind natürlich unsere Leute, die hier Landurlaub haben. Unter Wasser. Macht Sinn. Huch. Haben wir zu viel Escape gedrückt. Awesome. Hallo, Hank. Das ist ja auch das hier. Man hat hier nicht nur eine Mission, wie im ersten Teil. Sondern man kann hier mehrere Missionen annehmen und die dann nach der Reihe abarbeiten. Ja. Hey, er sieht aus! Er sieht aus! Oh, what the heck? Nur mal... Wow! Barkeeper, please! Hey, Sporty! Was glotzt du so?
Wow. Hin, her, her, hin. Von einem zum anderen. Oh mein Gott. Plaza El Niño. Also wer gerne viel liest, ist hier mit dem Spiel Drake, richtig. Drake. Und Stony möchte was. Ich hab schwarzen Arsch kilometer tief in die Scheiße geritten. Amitabh hat sowas bereits vorausgesehen. Amitabh, verschon mich mit dem. Aber ihr müsst mich hier rausholen. Dieser miese Dreckfresser Zingan hat mich reingelegt. So geht das. Ich sitze in so einer Art Hangar, etwas von A-City entfernt. Leg ein gutes Wort beim Alten für mich ein. Die rasieren mir hier die Eier mit dem rostigen Messer, Mann. Ich schulde Zingern einen Haufen Credits. Warum? Wieso bringst du dich selbst immer in solche Situationen? Wieso? Wieso? Hol mich hier raus. Mayday, Animal. Im Moment ist Zingern mit seiner bescheuerten Fregatte unterwegs. Ich konnte mir aus Scheißdreck Hightech basteln. Einen beschissenen ELF-Sender. Aber mir geht der Saft aus. Okay, ich werde mit Amitabh reden. Du hast was gut, Kumpel. Ich verspreche es dir. Ich schneide dir auch die Kehle nicht durch, Willy Boy. Alles wird natural zwischen uns. Ich schwör's bei den Eiern meiner Oma. What the hell, der Typ, ne? Der Typ. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hello, Amitabh, wir haben ein Problem mit Stony. Stony Fox hat sich gerade über ELF-Funk gemeldet. Irgendein Warlord namens Zingan hat ihn offensichtlich... Stony, dieser Haufen von einem Idioten. Jetzt muss ich die Eerie rausschicken, um diesen herrenlosen, bescheuerten, abgetakelten, schmierölsaufenden Flachwassermatrosen zu retten. Ich bin nur der Bote. Brackwasser. Schon tausendmal habe ich dieser Scheißaussage gesagt. Lass dich nicht mit einem Warlord der Zone ein. Und was tut dieses Fischleichtgehirn? Er lässt sich mit dem Warlord der Zone. Und abgeflaut, wie er ist, ruft er ausgerechnet diesen Spulwurm Zingern auf den Plan. Macht den Dicken. Ich kenne Zingans Fregatte, die Deckerbord. Mann, Mann, Mann. Ich bin dabei, wenn es darum geht, Stony rauszuhauen. Ja, ja, ja. Ein Viertelstund vor seinem Tod, da war er noch am Leben. Heldenspiel, das könnt ihr. Also, meinetwegen, holt diesen Idioten raus. Seht zu, dass er sein Boot wiederkriegt. Und mischt euch gefälligst nicht in irgendwelche Geschichten. Ei, ei, Skipper. Letzter Satz. Wow. Er ist halt wirklich sehr nett. Die netteste Person, die hier rumläuft. Okay, Hangar-Manager. Haben wir hier neue Schiffe, die wir uns holen können? Nein. Nicht? Hatte. Okay, ach, das ist der Manager. Beim Mechaniker vielleicht. Haben wir irgendwas zu kaufen, was zu machen, was zu tun? Nicht wirklich, oder? Sieht nicht so aus. Überhaupt Geld. Kleingeld, ja. Okay, auf zum Dock. Stony in Gefahr und hier sehen wir schon, dass wir zwei Missionen haben. Wir hauen erstmal Stony raus, wollte ich sagen. Ja, werde ich aufhören. Der arme Junge. Die Eerie eskortieren, damit Stony Fox befreit werden kann. Anschließend die Eerie nach Attacama City begleiten. Schiffe der Tornado-Zone sind im Cockpit-Bereich mangelhaft geschützt. Awesome, dankeschön für die Info. Also immer aufs Cockpit schießen. Gut. So. Ich habe Stonys letzten ELF zurückverfolgt und euch einen Nav-Punkt gesetzt. Mach das mal. Dann lass uns auch fliegen, please. Ich sag immer noch fliegen. Wow, 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 what the hell? Ich komme wieder und werde direkt ramme direkt gegen unsere Kumpel, alles klar. Hallo. Riesending. Angelina und William, wir sind angekommen. Ihr beide gebt uns Deckung. Wir holen Stony jetzt raus. Ich bin Gegner. Ah, das war die Sniper, die möchte ich. Fischfutter. Ich kann mir die neue Plasma-Gun ausprobieren. Aua. Nice. Plasma Gun gefällt mir. Ich bin in seiner Zielerfassung. Das ging schnell. Ja. Mehr Gegner? Nein. Okay, hier ist er gefangen drin, in dieser Bunkeranlage. Nun komm, hol den raus. So lange kann es nicht dauern. Na gut, der Weg ist ganz schön lang nach unten, oder?
Okay. Wow, okay, das sind wirklich viele. Ja, das ist jetzt, Hey, die Erie müsst ihr unbedingt schützen. Aber haltet euch von den Fregatten fern. Ach nee. Zingern ist unberechenbar. Jetzt geht's ans Eingemachte. Wollt ihr Hosenscheißer diesen Fox raushauen? Ja. Ich warne euch. Er gehört mir. Ich, Zingern, reiß euch mit meiner Daggerbombe den Arsch auf. Dann versucht er ihn weg. Kommt näher, Leute. Gegen seine Deckerbord habt ihr keine Chance. Holt Stone heraus, schnell. Du musst das markierte Objekt bearbeiten. Ich bin in seiner Ziel. Ah, nee. Ich muss das beschützen, aber ich kann da schlecht was machen. Ich kann ja die Großen nicht killen, das ist ja das Problem. Ja. Ich kann drauf schießen. Aber da sind Geschütze, die könnte ich vielleicht ausschalten. Vielleicht mit der Sniper, das geht vielleicht besser. Oh mein Gott, schießt das Ding auf mich? Ey! Guter Job, William! Und jetzt da bringt das Cockpit irgendwie nichts. Und weil es kein Cockpit hat? Aber es ist down, okay, Geschütz ist down, das ist gut. Hat es hier noch mehr Geschütze? Die Deckerbot ist fast down, seriously? Kann ich die killen? Ich kann ihn nicht wirklich killen, oder Leute? Das wäre awesome. Anscheinend nicht. Und so soll's jetzt zurück. Wo bin ich denn hier gelandet, meine Güte? Ich war gerade Kama City. Ja. Bin dir was schuldig, Willy Boy. Du darfst mir den Rücken schrubben. Bonusziel, die Zingen ausschalten. Joss! Geht doch! Hahaha. Kann man mal machen. Hallo, ich hab euch gerettet. Gerettet. Gebt mir Kleingeld. Gebt mein besseres Schiff. Hallo? Redet ihr mit mir? Nein. Wow, die Station sieht cool aus. Hm? Nice. Just nice. Leute, ich kann hier nicht ohne die Foxy Blue weg. Ich brauch mein Boot. Ich übernehme jetzt die Steuerung der Erie. Was zum Geier? Oh, Stoney, du Mieser. Was soll Stoney, Stoney ohne Boot? Stoney. Stoney. Oh mein Gott. Viel Glück, William. Fuck the shit. Ihr holt nur das Boot raus und macht euch dann aus der Auge. Keine Alleingänge. Du kannst sie nicht zerstören. Zerstört das Schiff. Schiff, ja. Nett. Die haben das gesagt. Die haben selbst gesagt, wir sollen abhauen, wir können die Decker auch nicht zerstören. Das habe ich mir nicht eingebildet. Ja. Das ist so ein kleiner Buggy, die auf dem Boden rumfahren, das ist auch cool. Mhm. So mit Rädern. Gut, vor dem habe ich jetzt nicht so wirklich viel Angst. War doch noch um Weihnachten, bitte. Nimm auf das Cockpit. Na los. Hier so eine leichte Zielerfassung gibt es hier ja auch. Das ist ganz praktisch. Und da habe ich rausgefunden, dass es bei ein, zwei Gegnertypen echt dumm ist, diese Zielerfassung, weil man immer drunter durchschießt. Unter dem Gegner. Das ist eine sehr hilfreiche Zielerfassung. It's awesome. Ich dachte mir auch, ja, warum, der muss doch mal sterben. Ja, das ist für euch, Penner. Oh, da hat er sein Schiff. Oh mein Gott, er macht gleich alles kaputt. Natürlich. Da habe ich doch glatt eine kleine Plasmabombe drin vergessen. Zurück jetzt nach A-City. Keiner tanzt mehr aus der Reihe. Na, das sagst du jetzt, Emmy-Tipp. Aber die werden garantiert noch aus der Reihe tanzen. Es ist Stoney, hallo? Sowas von wird er aus der Reihe tanzen. Ja. Denke ich mir mal so. Ja, denke ich auch. Kann ich hier eigentlich schon Autopilot anmachen? Noch nicht, nein. Okay. Wohin?
Ach, nur der Eevee folgen, okay. Hui. Na gut. Wo müssen wir. Ist denn überhaupt unser Schiff irgendwo? Muss doch hier irgendwo sein. Hm. Hier tauchen doch garantiert noch irgendwelche Gegner auf, die uns abfangen wollen. Geschütze sind das gute Geschütze. Ja, was? Eben gab es ja dieses Warplicht oder was immer das doch war. Warplicht? Hier? Und wo? Was? Also dieses gleißende Licht, wenn da irgendwie ein Warp-Portal oder so. Wenn es so springt, ja. Crawler! Ja. Was wollen die hier? Komm, Willy, die machen wir platt. Crawlers! Ich hab doch gesagt. Willy, sieh zu, dass Doni nicht schwimmen muss. Und hier steht dem Kornkrabbenhirn. Mitty, zurück nach E-City. Ja. Emitap, we got this. Ihr habt mich, kein Problem. Solange ich dabei bin, ist alles chill. Einer? Ne, keiner mehr da. Hier ist die Eevee, ja. Okay. Crawler vernichten haben wir. Mokis zu die Schützen. Damit kann ja bloß Stony gemeint sein, war klar. Ach man. Was ein so ein Typ für Probleme bereiten kann. Awesome. Jede Menge, jede Menge. Jede Menge, ja. Fucking hell, jede Menge. Sniper. Dieses rote Kreuz kommt. Nicht auf ihn schießen, nicht auf ihn schießen. Ja, ist scheiße, aber nicht auf ihn schießen. Oh mein Gott. Ja. Wo ist die Iri? Ach da. Hallo. Ist so alles zerstört, so richtig kaputt. Nur ab und zu mal so eine kleine Anlage, die hier läuft, oder eine Station, die so drin aufgebaut ist. Der Rest ist alles Schrott. Ja. Aber die Dinger sind cool. Die Hochform? Die Windanlagen so. Windanlagen oder Wasser für Wasser, so richtig wow. Die sind für die Strömung. Ja, ja. Energie, Autopilot. Und eins von den Bonuszielen. Yes, XT Plasma Gun. Nice. Schon wieder Geld für eine Waffe gespart, die wir uns hätten kaufen müssen. Ja, ist gut so. Ja. Braucht auf jeden Fall. Ich würde sagen, die können wir direkt mal ausrüsten. Mechaniker. Plasma Gun weg. Wir haben sogar den Impactor. Ah, wir können die XT bei dem Schiff hier nicht ausrüsten. Nee, können wir nicht. Musst du die für das nächste Schiff aufbewahren. Ja. Ja. Nee, keine Sniper. Sniper ist doof. Wir nehmen normale Vendetta. Vendetta, Vendetta! Buzzer, Generatoren. Spezial? Ach, das ist keine Waffe. Erweiterungsmodul steigert die Effizienz des Geschützes. Der Schaden erhöht sich um 20%. Panzerung oder Damage? Ach, das kann ich. Okay, ich habe 4 Plätze frei. Ich kann beides nehmen. 4 Plätze. 4. Nice. Ah, awesome. Awesome. Okay. Mehr Quests. Eigentlich können wir diese andere Quest machen, oder? Wir reden nochmal mit allen. Wir reden nochmal mit allen, natürlich. Ah. Reden schadet nichts. Ja. Zweimal Escape drücken, gut geredet. Captain Rotbart. What the hell? Wer spricht Redbeard an? Entschuldigen Sie. Mein Name ist Drake, ich... Verdammt, ich kenne den scheiß Namen bei den verfaulten Eingeweiden meiner Mutter. Drake. Drake. Genau, Drake. Anscheinend hat hier jeder ein Problem mit meinem Namen. Bist du ein Neopolis, Drake? Wieso, gibt's noch andere? Hau bloß ab oder ich mach dir einen Knoten an deinen verdammten Hals. Babyface. Alles klar, hier sind anscheinend irgendwie die Leute nicht so wirklich gut auf ihn zu sprechen. Aus Gründen, die er nicht kennt. Waffenschieber, hier kann ich Waffen kaufen. Nice. Boah, diese Preise.
Doom Mortar. 27.700. Nein, natürlich. Schnäppchen. Plasma Jet. Plasma Jet wäre schön. Kann ich auch Sachen verkaufen? Vendetta Sniper. Werde ich nie nehmen. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich Kleingeld. Kann ich hier nicht auch irgendwas anderes? Zielhilfemodul. Diesmal erweitert diesmal das Verhaltenssymbol. Oh, okay. Brauche ich nicht. Robot-Typ-Perke, was? Okay. Schnäppchen! Ich glaube, ich hole mir mal einen Medium-Generator noch, wenn ich Plasma-Gun schon habe. Ja. Dann haue ich den. Nein. Den Small-Block raus. Weil ich habe den Medium-Block. Ja. Raketen habe ich mehr als genug dabei. In meinem Depot. Ja. Dann hast du genug für Motor. Ja, aber Motor bringt mir jetzt noch nicht so viel. So. Lieutenant Hamlet, was hast du? Wow, er hat keine Augen. Ich fühle mich in Waffen. Wo hast du Sonnenbrille? Wie bei. Wie steht's mit dir? Naja, ich bin im Transportgeschäft. Wie bei Deus Ex. Der hat ja auch so eine dunkle Brille, diese Brust, die so zu ist. Dann aber nur das Beste vom Besten gönnen, junger Mann. Ja, diskutier nicht. Och Mann, jetzt nicht mehr. Downey. Downey, please. Okay. Barkeeper Joe nochmal mit seiner lustigen Frisur. Er sieht halt wow. Was geht's, Kleiner? Siehst aus wie ein Schlucker. Ich kann den Typ nicht ernst nehmen. Das geht nicht. Barkeeper Joe. Ach, Stoney, hallo. Danke. Alles Queen bei dir? Danke, Mann. Diese Shit-Sniper-Einheiten sind schlecht gepanzert, aber zielsicher und meist tödlich. Ja, schön. Und jetzt? Shantyman gibt's auch noch. Wow. Ey, komm, er hat zu viel gekifft, auf jeden dabei, Fall. Ich bin die Spezialität des Hauses zu probieren. Den aufgewärmten Tsunami-Booster. Schon mal probiert? Nein, ich... Ich finde es lustig, wie die Story oder die Charaktere so einfach zwischendurch eingebaut haben. Ja. Man erkennt halt schlecht, was zur Story gehört und was halt bloß Nebengeschichte ist. Deswegen sollte man wirklich mit allen reden, das ist das Problem. Hallo? Ja, diskutier nicht. Ich weiß, Frau Samon gerne, aber nein. Einfach nein. Dr. Finch, wir haben dich gerettet. Sei nett. Du bist besoffen, Seemann. Nein, ehrlich. Hab nur mal an so einem Tsunami-Rooster genippt. Hör zu. Ich kann euren unterzivilisierten Captain nirgends finden. Ich habe einen gut bezahlten Job für euch. Ihr müsst mich runter zur Makina Antarktika bringen. Credits spielen. Ja, Stoney sah am normalsten aus. Ich brauche keine Credits, ich brauche Antworten. Die Welt dreht sich um mich und sagt mir nicht wohin. Ich brauche was ganz anderes, ich brauche Antworten. Na denn, ich habe eben mit Ja, er braucht Antworten. Ja, alles klar. Er will halt wissen, warum hier alle sowas gegen ihn haben, so ein bisschen. Ah, gewinnen, hallo. So, haben wir es jetzt? Nein, natürlich nicht. Wir können natürlich nur mit noch mehr Leuten reden. Das ist so krass. Das Spiel ist echt heftig, was Texte angeht. Oh, das tut schon fast... Ich gehe wieder nach St. Petertown. Mai, hallo. Sieh an. Ja, sieh an. Wo muss ich jetzt hin? Wir kriegen einen Anruf. Nice. Ich hab eben mit Iron King geredet. Fünf Hänflinger haben gerade Scavenger überfallen. Zwei sind hinüber, der Rest versucht abzuhauen. Ah, verstehe. Wir waschen Iron Kings Hände? Genau so. Niemand will den mächtigsten Warlord der Zone zum Feind. Außerdem wäre das eine günstige Gelegenheit, hier mal eine vernünftige Brick zu verschaffen. Eine was? Ein neues Boot, Quappe. Aber red erst mal mit Fuzzyhead, der hat Neuigkeiten für dich. Für mich sind eigentlich bloß diese Texte das Wichtigste, weil diese Anrufe sind halt die nächsten Missionen, die nächsten wichtigen Informationen, was wir zu tun haben. Deswegen werde ich diese nicht überspringen. Okay. So. Wir sollen mit Fuzzyhead reden. Wo ist denn Fuzzyhead? Da unten. Dieser kleine Schatten. Amitab gibt dir eine Chance, ein neues Boot zu kapern. Ja. Gute Nachricht. Was soll ich tun? Rauch allein bringt keine Suppe zum Kochen, Junge. Ich habe dir bereits einen EM-Pektor auf deinem Waffendeck installiert. Gut, damit kann ich meinen Gegner einfach lahmlegen. Verstanden. Und dann... Dann sammle ich alles ein, was zu bergen ist und zimmere dir was Feines zusammen.
Übrigens, Amitab meint, ich soll dich mit unserem Ehrenkodex unterhalten. Ja, Ehrenkodex. Schwafel. So, noch irgendwer, der mit dem zu reden will. Nein, nice. Okay, Doc. Puh, alles klar, also mit diesem EM-Pector, weil jetzt haben wir wieder drei Missionen. Es ist, wow. Mal erstmal der Kuh, würde ich sagen. Hört sich gut an. Zwei Frachter müssen auf ihrem Weg zur Station Brainfire gestoppt werden. Die Eerie dockt an, um die Ladung zu erbeuten. Falls Brainfire Verstärkung entsendet, sollte zusätzlich zum EM-Pector eine wirkungsvolle kinetische Waffe montiert sein. Also diesem EM-Pector, den braucht man, um die Gegner lahmzulegen. Was? Warum habe ich kein... Willst du mich rollen? Ich habe doch einen M-Generator... Ach, ich habe den nicht ausgewählt. Aha. Nein, stimmt. Das war falsch. Mechaniker. mein Generator. Medium-Block. Dankeschön. Necromaniacs, du wolltest doch bloß Mai für dich selbst haben. Erzähl mir nichts anderes. Du wolltest mit ihr nicht reden. Du wolltest mit ihr... reden. Okay, ich nicht, ich wollte docken. Aber ja, wie gesagt, der Impactor, der macht einmal die Schilde, macht der kaputt, dass wir natürlich mehr Schaden machen können. Und zum anderen legt er auch die Schiffe lahm, wenn sie keine Schilde mehr haben. Das ist gut. Und das müssen wir jetzt tun, weil er will ja die Schiffe ganz haben und nicht kaputt. Das wird interessant. Müder Sif ist müde. Ja, ich bin müde. Sorry, deswegen, wenn ich jetzt auch gerade nicht sehr kommunikativ bin. Sif, die halbe Stunde hält's noch durch. Ja, die halbe Stunde hält noch durch, genau. Kein Problem. You got this. You got this. Jetzt ja, für damals war ich zu jung für solche Gedanken. Okay, ich muss mal okay drücken. Wow. Wow. Just wow. Ja, das wäre vielleicht eine gute Idee. Wir sind die Necromaniacs. Okay, wow, ich weiß nicht, wie ich darüber... Okay. Wow, die Musik ist gerade weird. Okay, egal. Doesn't matter at all. So, Impactor haben wir drin, Plasma Gun haben wir drin. Und Torpedo. Nice. Okay, das sind die Schiffe, die wir ausschalten müssen. Nice. Lass mal ran. Nein, Impactor, please. Drauf! Vorsicht, halten Sie Abstand! Das war Nummer 1? Ja. Und da ist Nummer 2. Ja. Ja. Und das war das. Gotcha! Ich mache mich auf den Weg zum ersten Frachter. Mach das. Und jetzt wird garantiert die Begleitung auftreten von diesen Schiffen. Und beziehungsweise die Rettungskolonne, die Schiffe. Ja, nach Game-Logik müsste so was sein. Okay, ich werde auf jeden Fall schon getargetet. Sehen wir diesen kleinen Zielkreuz da oben. Aber ich weiß nicht, ob das heißt, dass ich von diesen hier getargetet werde, weil die jetzt so feindlich sind. Weil sonst sehe ich auf dem Radar noch nichts. Mal abwarten und Tee trinken. Ja. Oder eh trinken. Haha. Ja, alle auf die Füße aufpassen. Alle die Füße hochnehmen. Aufpassen. Oh, da. Gegners. Huch. Das war ein Torpedo. Das wollte ich nicht. Hallo du. Tschüss du. Lass mich. Aua. Oh, noch mehr. Hey. Bam, bam, bam. Noch ein? Hab nur noch 75% Schild, William. Ja, chill doch mal. Gott. Hab nur noch 50% Schild.
Siehste, geht doch, Iwi. Meine Güte. Nicht so hektisch. Und jetzt gehst du zum zweiten Schiff, please. Gut. Wenn ich das sehe, wie er die Waffen durchwechselt, hätte ich mal wieder voll Bock. Allgemein, wenn ich das Cockpit so sehe, aua. Steel Battalion zu spielen. Das war so awesome. Solange du nicht diesen Kinect Steel Battalion schnell meinst. Gut, den ersten. Mit dem geilen Controller. Oh, ja, den ich noch habe. Dieses Mammut-Teil. Ja. Kauft für 300 Euro bei eBay, weil es das sonst nirgendwo mehr gab. So genial. Nice. Ja. Steht noch schön unten bei mir im Keller. Ich muss hochholen und zocken. Awesome. Ist ja vielleicht ein weiterer potenzieller Kandidat für Hidden Gems. Wenn man einen Capture Card hätte, ja. Ja, okay. Ist auf jeden Fall ein richtiges Hidden Gem. Ich meine, so viele gab es davon, glaube ich, auch nicht von dem Spiel. Gab einige, meine ich. Ja, aber kaum, dass die so bekannt waren. Zweifle ich zumindest. Ich habe zumindest nie so wirklich viel davon gehört. Ich glaube, das war auch mehr ein Japan-Only-Titel. Ja. Oder größtenteils japanischer Titel. Ja. Ja, bei eBay wird hauptsächlich dieser Kinect-Titel angeboten. Ja. Was will man damit? Kleines Makrelenhirn. Prost. Ja. Kleines Makrelenhirn. Das ist sehr guter Schrott. Das ist sehr guter Schrott, ja. So kann man es auch sagen. Okay, okay. Die haben ja halt das rausgenommen, der was. Das ist Türstopper. Bitte? Der perfekte Türstopper. Das war ein guter Türstopper, ja. Die haben halt das rausgenommen, was das Spiel so gut gemacht hat, der Controller. Und diese Kinect, Kontrolle war Mist. Ja, weil sie nicht mal richtig funktioniert hat, ja. Wobei, ich hab mal irgendwann, meine ich, einen Speedrun von dem, Xbox 360 Steel Battalion gesehen. Aber der ging, glaube ich, schon über mehrere Stunden. Wow. Ich finde jetzt leider auf speedrun.com nichts. Okay. Ja, es gibt ja nicht alles bei speedrun.com. Manche Sachen gibt es ja auch bloß auf YouTube oder so. Oder Twitch. Ja. Die laden ja auch nicht alle was hoch. Gerade ja. So unbekannte Spiele oder die nicht so toll sind, findet man da etwas seltener. Vom Warsaw bei mir auch so, dass ich Steel Battalion angefangen habe als Kind, als kleiner Junge. Und nie weitergekommen bin. Irgendwann so nach keine Ahnung wie vielen Jahren einfach normal gemacht habe und dann habe ich sofort wieder die Leidenschaft dran gefunden und habe alles durchgespielt. Da brauchte ich erstmal so ein paar Jahre Pause, dass ich überhaupt da reingekommen bin. Das war awesome. Ja. Das ist klar, da stoppt so. Keine Bonus-Szene, awesome. Plasma Jet. Neue Waffe. Nice. Nice und dice. Kommt, wir hauen gleich die nächste Quest mit rein, wenn wir schon mal dabei sind. Den Plasma Jet. Diese eine, ja. Ich weiß, was du meinst. Was meinst du? Machen wir Intrepido oder Mighty Maggie? Z? Intrepido. Necromaniacs, was meinst du mit Z? Das Strategiespiel-Set. Ach so, okay. Goons im Dienste von Jones wurde von der Intrepido hochgenommen. Goons aufspüren, ihn befreien und nach Takama City bringen. Die Intrepido fährt Boote, die den leichten Scouts der Atlantischen Föderation ähneln. Alles klar. Diese Steel Soldiers. Okay, habe ich noch nie was von gehört. Gibt's auch auf Steam, ist allerdings ein etwas älteres Spiel. Es kam zeitgleich mit Half-Life, mit der Half-Life, sag ich jetzt schon. Oh.
Das kam halt während Command & Conquer 2 kam das raus, als Echtzeitstrategiespiele beliebt waren. Alles klar. Ja, da gab es ja mal die Welle, da war ja also sowas mit Echtzeitstrategie. Ja, KKND und wie das alles hieß. Age of Empires. Oh, Age of Empires, so schön. Ja. So awesome. Allgemein gab es viele von diesen Age of Teilen. Ja, Age of Mythology war auch super genial. So, mal schauen, was hier auf uns wartet. Jones Freund retten. Na, das tun wir doch. Das ist doch kein Ding, Digger. Schwupp. Wie weit ist das denn? Meine Güte. Little Aris. Hallo. Wow, wie putzig. Awesome. Der sieht voll klein aus. Wie so ein Spielzeugding. Los Leute, schnüren wir ein Päckchen aus diesem Spinner. War das richtig? Anscheinend. I don't know. Oh. Wo ist hier noch einer? Da hinten. Du kleines Makrelenhirn. Du kleines Makrelenhirn. Okay. Cool, Junge, ich bin Goons. Jones hat mich also doch nicht hängen lassen. Ja. Wir verpissen uns durch die Canyons. Ich warte am neuen Nachpunkt auf dich. Ja, bin unterwegs. Mach einen ruhigen. Da ist er schon. Hallo, wo wartest du denn auf mich? Ach, da vorne. Hallo, Goons. Durch so eine Canyons schwimmen finde ich immer am besten. Das ist einfach so stylisch. Deswegen fand ich auch, Minen. Minen, überall Minen und ich habe keine Waffen. Hab den Laderaum voller Medikamente. Was los, sagst Junge, du? Räum für mich die Minen weg. Ich sag nichts. Das erinnert mich immer voll an, Gott, Rogue Squadron. Da konnte man ja auch so cool durch Bergaus Canyon durchfliegen und so. Ich fand Rogue Squadron damals so richtig gut. Rogue Squadron. Genau, das Star Wars Spiel. Ja. Für N64. Such wow, much amaze. Ja. Bam, bam. Mehr Minen braucht das Land. Wenn man auf die Minimap guckt, wie viele Minen sind das denn? Meine Güte. Einige? Ja. Ich brauch gar nicht gucken, bloß E drücken und schießen. Ich guck mal hier zu meinem Kumpel nicht, dass da plötzlich noch Gegner auftauchen. Ach ne, er ist schon hier. Okay, alles klar. Läuft bei dir. So. Ich glaube nicht, dass wir da noch lang müssen, aber egal. Oh. Noch mehr. Ich komme mir gerade vor wie in so einem Whale-Shooter. So aus. Sah komisch aus. Ja. Ach nein. Wo fliegen wir jetzt eigentlich lang? Ja, fliegen. Da ist es schon wieder. Hallo, wo geht's lang? Raus? Wir schweben. Oder wir tauchen. Ja. Oder wir schwimmen. Schwebtauchen? Irgend so etwas. Yeah. Oh yeah. Wann? Ich glaube, wir haben noch Zeit, wir rühren das Aluminium weg.
obwohl es unnötig ist, aber egal. Es gibt vielleicht ein paar Bonus hier. Ich hab das eine wieder verpasst. Aber naja. Ich bin da, ganz ruhig, ich bin da. Das ist doch jetzt, glaube ich, eh durch. Sieht's aus. Mal gucken, ob hier vielleicht irgendein Easter Egg ist oder so. Oder ein Bonusziel, was man nicht kennt. Nein. Hi, Goons. How are you doing tonight? Bisschen alles angucken. Haben wir Zeit. Er ist ja nicht der Schnellste. Nee. Was ist denn raus? Sein U-Boot sieht cool aus, yeah, eigentlich. Du bist cool. Ich weiß. Eiswürfelpisser. Danke, Mann. Ein Eiswürfel, what? Please. Hallo Mondstriker. Hallo Mond. Wir sind sozusagen auch jetzt. Wir sind jetzt aktuell in den letzten Zügen sozusagen. Du bist ausgeschlafen. 22.45 Uhr. Du bist ausgeschlafen. Ja. Jones Freund gerettet. Losch. Dann noch die nächste. Kannst du auch noch eine weitere Mission dann machen. Ja, aber ich weiß, dass die ein bisschen schwerer ist. Deswegen möchte ich gerne noch mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie ein bisschen Kleingeld kriege und mir das kaufen kann. Okay. Die mache ich aber dann direkt danach. Keine Sorge. Sehr schön. Mit so vielen Leuten kann ich gar nicht gehen. Wow. Echt? Das war's aber schon. Ja, wo war denn der Waffenhändler noch mal? Ich glaube, Peacemaker's Paradise. Ja. Was hat er denn so? Was hab ich denn so? Jetzt jammer nicht rum. Einer muss sich ja fürs Tutorial so weit fit halten. Ja. Mach ich doch auch, Digga. We got this. Okay. Ich glaube, das geht nicht besser jetzt. Wir kriegen ja jetzt gleich unser nächstes Schiff. Oder. Ja, wir sollten es jetzt noch nicht kriegen, aber direkt danach. Hangar, nein, wollte ich nicht. Mechaniker. Plasma Jet. Wie viel Schaden macht der kinetisch? 400 Megajoule. Und die Plasma Gun macht auch 400. What the hell? Ich muss mal eben kurz auf Klo, bis gleich. Viel Spaß. Torpedos. Jawoll. Nehmen wir die Stanleys. Gibt bloß zwei. Wow, ich kann bloß zwei mitnehmen. Hell. Okay. Got this. I got this. Doc, nächste Mission. Mighty Maggie. Moment. Mein Twitch-Chat will mal wieder nicht mit, hier hast du die, yo, dankeschön. Und will nicht mit scrollen. Ich finde das so dumm vom Twitch-Chat. Manchmal will der einfach nicht scrollen, dann sieht man die letzten Nachrichten so halb abgeschnitten. Das ist so, why? Why would you do this? Twitch, please. Ich weiß nicht, ob das ein Bug für ein Better Twitch TV ist oder für ein Twitch an sich. I don't know. Los geht's, Koppe. Schauen wir mal, was wir für dich finden. Ja. Schauen wir mal, was wir für mich finden. In der Mission muss ich jetzt mit dem Impactor. Ich weiß, EMP Hector, I don't know, EMP Hector. Ich habe keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll. Schiffe finden, die ich dann für mich nehmen kann. Gleich kommt das erste Schiff vorbei. Das heißt, ich lege mich auf die Lauer und werde das erst lahmlegen. Auslassen, bevor der Feind dich erfasst. Ja. Wie kann das? Einer der Funk sucht dies. Wow. Für wen meinst du denn, Necromaniacs? Mond oder mich? Wow, Smaragd.
Meinst du? Siehst du die Avenger? Dann los! Ja, sehen, nein, aber da. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Benutze nur EMP-Waffen. Ja, mach ich doch. Ich bin dran, ich bin dran. Fuck, falscher Schalter. Boah. Dieser Turtle hat aus Versehen die Rettungskapsel aktiviert. Ja, Mond, okay. Schade um die gute Avenger. Aber ich habe schon ein neues Schiff geortet. Neues Schiff für mich? Wo? Okay. Außerdem Necromaniacs, so gut wie 80% von den Leuten bei Germanisch kommen alle von Funk. Also, ja. Wir sind nicht alles Funk-Suchtis, wir sind alle von Funk irgendwie hierher gekommen. Ein Pokémon-Rubin-Hack mit vielen eigenen Sprites und eigenen Texten, okay? Dann schreib das doch mal in Downies lustige Liste. Downy! Downy! Okay, Downy ist wahrscheinlich schon schlafen, der kleine Junge. Und die Mutti hat gerufen, Downy, du musst ins Bettchen. Und ja, seine Mutti ruft ihn Downy, garantiert. Moonstriker, ja, du bist eine Ausnahme. Du bist immer eine Ausnahme. Ich will keinen Toiler. Ich will keinen fucking Toiler. Warum sollte ich einen Toiler wollen? No. Das Schiffchen ist uns mal sicher. Hey, da ist ja noch was. Downy, Smaragd hat gesagt, er hat einen Hack. Und ja, meine Mutter spricht mit Downy ein. Smaragd halt den Rand. Und? Downy, Smaragd hat einen Hack. Heck, Downy! Ihr könnt ja noch ein bisschen diskutieren. Euch vielleicht ein bisschen treffen, Händchen halten. Kann man mal machen, nicht? Ich glaube, Sif hat sich in seiner Wohnung verlaufen. Er weiß gerade nicht mehr, wo er ist. Smaragd. Siehst du? Siehst du, Smaragd? Siehst du, Downy ist immer für alles da. Bei Hexter kannst du Downy mit sonst was zuhauen. Das nimmt der alles. Das ist der wie so ein Sucht, das braucht der hier. Intravenös, Hex. Mighty Maggie, hallo. Meins. Das ist auch eine nette Lady, was? Ja. I want you to be mine. Na komm, du kannst dich auch wehren, Maggie. Und... Gatschu! Blow the man down. Du hast deinen Job getan. Sif ist auf dem Weg zum Klo eingepennt. Na, ich hab schon Rumpeln gehört, er ist gleich wieder da. Lol, man, von der Spielwelt an sich, nicht, ne, das ist halt nicht Open World, aber die einzelnen Level sind riesengroß und es gibt halt überall Bonusziele, die leider nicht dazustehen. Dazu muss man wirklich nach einer Mission die ganze Map abfangen, abfliegen und da noch Sachen finden. Also, von daher, das wäre ein bisschen, für damals, ja. Und WB Das wäre ein bisschen... aufwendig. Also wir hatten schon Angst, dass du während dem auf Toilette gehen eingeschlafen bist. Nein, es war halt nur eine etwas größere Angelegenheit, die ich da zu erledigen hatte. Nice. Genau, Omepo. Das ist der Link zu dem Teil. Sif got this. Ja. Sif got this. Sif got this. Dafür okay, ist es niemals zu müde. Dafür ist Sif niemals zu müde. Ja. Wir haben ein neues Schiff, Sif. Wollte ich eben fragen. Die Mighty Maggie. Werden wir uns gleich mal angucken. Ich will bloß mal die ganzen Texte hier abarbeiten. Äh,
Mond, der Poll lief schon heute und der läuft noch die nächsten Tage, mein Lieber. Bis jetzt sieht sehr nach Super Meat Boy aus. Das nur das im Zwischenspeicher. Ja. Hangar Manager. Schauen wir mal. Salty Dog und da ist unser neues Schiff, die Mighty Maggie. Etwas langsamer. Dafür wesentlich mehr Schilde. 19.000 Megajoule Panzerung. Schild plus 100. Aber ich glaube allgemein wesentlich stärker. Okay. Nehmen wir natürlich. Würde ich sagen. Schwerer Bomber, okay. Schiff auswählen, ja. Beim Wechsel des aktuellen Schiffs werden alle Ausrüstungsgegenstände vom alten Schiff demontiert und in dein Depot eingelagert. Ja. Das ist super, danke. Das war so typisch. Mechaniker. Einmal Auto ausrüsten, dann brauchen wir uns nicht drum kümmern. Welle, Welle, Welle. Ja. Nein, den Plasma Jet nehmen wir nicht. Wir nehmen die Plasma Gun. Und Hitman. Hitman ist gut, aber ich nehme doch lieber die Vendetta Hitman. Ich probiere es mal mit der Hitman. Okay. Ich probiere es einfach mal mit der Hitman. Spezial, was haben wir drin? Panzerung, Tanks. So. Lolman, nein, das Release-Datum steht noch nicht fest. Das wurde jetzt erst, das ist doch immer in der Finanzierungsphase. So, was? Um was ging's? Achtungs, die Diesel, nein, noch frei. Ja. So, wir sind ausgerüstet. Auf zur nächsten Queste. Wir haben keine, okay. Ach doch, da unten. Maschine Antarktika, wir müssen zur nächsten Map. Awesome. Sollte man den Poll-Link nochmal posten? Ja. Ich hab den gerade nicht. Ich geb dir den sofort. Bros Day. Ich hab den Bros Day gleich geschrieben gehabt. Und dann wispere ich dir den mal. Wop. So. We got this, Mark. We got this. Bitte voten. Das für Smaragd am Samstag. Samstagabend. Nach Kingdom Hearts nach, 2. Genau. Also Kingdom Hearts 2 soll, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, um 23 Uhr starten. Und Voted For würde dann um 1 Uhr kommen. Genau so dachte ich. So habe ich es auch im Kopf. Stony hat gemeint. Stony. Wuhu, da bin ich wieder. Hallo, Sakurion. Hi, hi. Kommst du ein bisschen spät, wa? Wir sind da. Weil lange geht's ja jetzt eh nicht mehr. Ich würde sagen, wir hauen noch eine Quest rein und dann war's das, wa? Und dann haben wir euch hoffentlich den Mund wässrig genug gemacht, dass ihr alle jetzt dem Steam stimmen werdet oder GOG und dann euch das alles holen werdet. Es ist, also Aquanox 2 ist super genial. Man muss auch nicht unbedingt Aquanox 1 oder Schleichfort gespielt haben, weil die Storys an sich sind abgeschlossen. So wie ich das mitgekriegt habe. Ja. Mischleiser. Wir müssen nochmal mit allen reden, dass wir überhaupt alle Quests kriegen. Und es ist leider halt nicht markiert, wer questrelevant ist und wer nicht. Also geht's hier hin und her und her und hin. Und wir sind unsere Piraten natt. Ich finde, das sieht so stylisch aus. Drake. Auf jeden Fall. Oh, ist Skype bei dir im Weg? Ja, Moment. Ich schau jetzt den Dream. Achso, okay, ich kann. Ja. Okay, danke. So. Messe. Angelina. William. Den Ziff nochmal vorhin an die Geschichte mit dem Kontaktformular auf der Seite. Wer von euch beiden Whatever. Du weißt, was er meint? Grob.
Okay. Sehr grob. Nice, läuft bei uns. So, haben wir jetzt alle... Ah, die Brücke will nochmal mit uns reden, natürlich. Amitab, please. Don't troll me. Okay, Moonstriker spielt die schlechten Pokémon Hex auf Jormensch. Hahaha. Ja, wenn er das nächste Woche macht, wäre awesome. Siehst du, Mond, du bist direkt eingeplant. Instant. Aber das werden wir am Montag alles bereden. Das Rennen? Okay. Aufgabe: Dr. Flinch zum Außenposten der Maschinia Antarktika eskortieren. Der Auftraggeber darf auf keinen Fall etwas zustoßen. Okay. Alkohol. Und er macht es freiwillig. Ja, ich mach es freiwillig. Ja, Striker. You got this. Okay, letzte Mission für heute. Noch einmal Piraten auf die Fresse geben. Leichte Opfer, leichte Ziele. Ich hoffe doch mal. Unser neues Schiff sieht schön aus. Bringt Dr. Finch gesund nach Hause. Mann, Skipper, kennst du uns doch. Können wir mal so machen. Keine Sorge, Doc. Drake ist aus dem Haus. Ich meinte nicht Drake, du. Schön designt. Schön designt. Etwas langsamer als das alte Schiff, aber naja, gut. Pokémon Blue Kai, so 151 Pokémon Speedrun Confirmed. Pokémon Blue Kai, what the hell? Randomized, natürlich ist Akurion randomized. Ist das dann so schwer wie Kaizo Mario? Wahrscheinlich, mit Hüpfpassagen und so. Ja. Und Bullet Bills als Pokémon. Das wäre doch mal was. So Pokémon mit so Nintendo-Charakteren ersetzen. Da muss man sich eine Peach fangen auf Level 10. Okay, da hat ihr Wirtsch gesagt, was los ist. Man kann Kaizo beispielsweise den ersten Wahlkampf nicht gewinnen, weil er unendlich Support-Tränke hat. Na wow. Verge of Apathy, wenn es um das Zoktoberfest geht, dann schreib am besten uns eine Twitch-Pan, weil die Twitch-Pans rufe ich während eines Tages öfters ab. Scharfschützen, ein Hinterhalt! Leute, das ist hier Dirtflow, Dr. Finch. Grüße von Dr. Swedenborg. Swedenborg, dieser Dieb, der hat seine Boote aufgerüstet. Macht ihn fertig, Jungs. Schneid die scharfschützenden Scheiben, Willy. Oh, Willy Boy, wir müssen hier aufpassen. Jetzt siehst du, was ich meine, Sif, mit dem daneben schießen. Das ist bei diesen Gegnern nämlich ganz gerne mal der Fall. Ja. Jetzt muss ich hier relativ nah ran, damit ich überhaupt irgendwie treffe. Das ist leicht blöd. Wurde gerade Ach du Scheiße. Wir sind einfach immer 44 Zuschauer. Wie bitte? Hä? Twitch, please. Wurde gerade vom gegnerischen Computer erfasst. Ja, Twitch spinnt gerade. Ja. Oh, ich sehe dasselbe wie du. Boah, dieses Auto, ey. Ich muss jetzt nochmal kurz reden. Verge of Apathy, ich habe jetzt trotzdem eine Twitch-PN, dann leite ich das an die entsprechenden Personen weiter. Na los, töte den. Danke. So, ich weiß auch, dass es hier eine Bonus-Mission gibt, deswegen muss ich mal hier hinten mal hin. Wenn er mal Gas geben würde. Ja, auf Turok bin ich auch gespannt, Monstriker. Oh, Turok. Turok ist awesome. Das PS3 Turok, nicht das N64 Turok. Was, wie, hä? Nochmal. Was? Was für ein Turok? Das PS3 Turok. Nein, oder? Lass mich am Leben.
Doch. Wer spielt das PS3-Turk wann wie was? Bone Striker. Nächste Woche bei Hidden Gems. Nein. Niemals. Doch. Nein. Nein. Dann verlasse ich German. Wenn das passiert, verlasse ich German. Okay, da ist die Tür. Das ist das schlechteste Turok, was es jemals gab. Es hat immer noch gute Wertungen gekriegt. Nein! Also du siehst, Moonstriker, du musst bei Private noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Und Wege und Watch of Apathy an den German-Account. Jetzt sehe ich gerade deine Reaktion. Das ist ein schönes Ding, jetzt um den Stream zu beenden, nicht? Es war schön bei euch. Das Bier ist nicht schlecht. Monstrecker! Turok PS3, ich hab's gespielt, Moonstriker. Ich weiß nicht, ob ich's noch hier hab. Ich kann's dir die CD zeigen, wenn ich's noch hier hab, wenn ich's nicht schon verkauft habe. Nein, einfach nein. Ich habe meine PS3, die ich damals hatte, noch nie so gequält als mit diesem Spiel. Sie hat aufgeschrien vor Schmerzen. Du bist nein. Das diskutieren wir noch aus, Kleiner, nicht? Das machen wir. Machen wir dann irgendwie. Wir müssen das ausbetteln mit irgendwas. We got this. Okay, alles klar. Auf jeden Fall. Super. Das war Aquanox 1 und 2. Das war Aquanox 1 und 2. Zwei super geniale Spiele. Wie gesagt, den zweiten feiere ich noch ein bisschen mehr als den ersten. Und ja, ich gehe mal ins Hauptmenü. Aquanox 2 Revelations. Oh, mein Gott. Da hat meine PS3 ein wunderbares Spiel. Schönes Spiel. Lohnt sich auf jeden Fall für jeden, den es interessiert, den der gerne viel Text hat, viel Story hat, für den ist das Spiel auf jeden Fall awesome. Es macht auch so vom Spielen her super viel Spaß. Immer noch, heutzutage immer noch. Also lohnt sich auf jeden Fall zu holen. Für 8 Euro alle beide Spiele zusammen. Denke ich, kann man nicht viel falsch machen. Man hat auch Spielzeit ohne Ende. Ja. Sif, du kannst die noch gar nicht. Was sagst du dazu? Ich fand, es war wunderbar. Es sah auch wunderbar aus. Ja, und ich möchte jetzt auch verweisen, dass am Freitag wir wieder live sind. Mal kurz überlegen. Ich meine. Zylo mit Let's PB Donkey Kong Country 2. Country 2, ja. Ist der erste. Und danach haben wir einen Podcast, der eine große Überraschung ist, weil wir nicht genau wissen, wen wir da haben werden. Hättest du bei der Überraschung lassen können, dann hätten sich die Leute gefreut und nicht sagen können, wir haben eigentlich noch nichts. Naja, ich habe einen Ruf zu verlieren. Und ja, ansonsten werden wir dann Freitag, Samstag und Sonntag immer ab 16 Uhr live gehen. Genau. Es gibt viele wunderbare Sachen. Wie gesagt, am Samstag ab 23 Uhr One Player RPG. Moonstriker wird Kingdom Hearts 2 weiterspielen. Danach wird er Voted for spielen. Das wird sehr rummelig werden. Dann natürlich Community Craft am Sonntag. Sonic Generations haben wir dann auch am Sonntag. Und dann gibt es auch noch wahrscheinlich 100% Retro mit den üblichen Verdächtigen und dem üblich verdächtigen Spiel. Ja. Pepper. Werden wir sehen. Ja. Das ist alles noch ein bisschen die Sterne, aber mal gucken, was auf uns zukommt. Es wird auf jeden Fall eine coole Woche werden und vielen Dank, dass ihr alle hier wart, so zahlreich, bis jetzt noch.
Also, bis dann zum Freitag. Macht's gut.